Willkommen zu einer neuen Woche Meta-Matches. Heute mal mit dem Deck, was wir noch gar nicht hatten. Also schon oft gegen uns, aber noch nie selber gespielt. Buster Dragon. Jo, wollen wir probieren, Leute mit Fusion plus Synchro runterzulocken, dass die nicht mehr Yu-Gi-Oh! Spielen dürfen und uns dann einen Keks freuen, weil sie nicht mehr Yu-Gi-Oh! Spielen dürfen. Mal gucken. Jo. Und der erste Herausforderer dieser Woche ist dann wieder Utopic King. Und übrigens an die, die in die Kommentare geschrieben haben, warum gestern kein Video kam, kommt auf den Discord, dann wisst ihr sowas. Jo. So, ja, wir wollen anfangen. Natürlich wollen wir anfangen. Wir wollen den Traps runtersetzen. Ja, wir können mal ganz lieb nach dem Servant fragen. Ash? Nein. Dann geht mal so ein Titanclad weg. Und hallo Ecclesia. Hallo Ecclesia. Das ist so unfallfrei. Er hat 50 Karten, sehe ich gerade. Okay, wir holen keine Ecclesia. Das ist jetzt natürlich sehr schade. Dann setzen wir mal ein paar Karten runter. Ja, machen wir mal. So, Traptic auf jeden Fall. Macht Sinn, den zu setzen. Ja, nee, Wir nee, können ihn auch nee, nehmen, wenn wir ihn in deinen Muskus werfen. Und nee. dann Ja, ist er im genau. Friedhof, wo er sein soll. Genau. Dann setzen wir das nicht, dann setzen wir nur noch deine Meniskus. Und dann sagen wir Go und dann Special. Warte, will Titan klettern überhaupt? Nee, ich glaube Titan klettern will dann fast nicht mal. Ja, Der suchen könnte halt halt. ein Fleur-de-Lis aus dem Deck specialen. Ja, oder suchen halt einfach. Der muss ja nicht specialen, oder? Wir stehen immer noch unter Draw. Ach ja, da war was. In dem Fall haben wir nichts davon. Der Flügel ist halt nur ein Buddy. Und die Ekklesia sucht in dem Ja. nächsten Zug sowieso. Nee, dann lassen wir das. Das war unfair. Ja, Droll kam jetzt gut. Aber wir haben noch einen Nibiru. Und so ziemlich alles aus der Destruction Sword kommt, was wir brauchen. Wir haben den Buster Lock, also von daher Und ein Deinomiskus, also, ja. haben wir kein Problem. Sobald er irgendwas macht, können wir im Endeffekt den Trap-Trick schon machen. Aber wir heben es mal noch auf. Mal gucken, womit er anfängt. Chaos Space, okay. Es können noch diverse Kombis sein. Oh, Thunder. Das ist Dragon Link. Stimmt, kann auch. Stimmt, das ist ja Vermutlich. keine. Der ist ja auch ein Dragon Link Ja, drin. Trap dann Trick. darf er sich mal was suchen gehen. Bestimmt, wir können auch warten. Ja, der darf sich hier sowas von was suchen gehen. Ja, klar, Mann. Den darf er auch noch beschwören. Auf die Summon kassiert er dann. Jetzt würden wir gerne mal. So, Trap-Trick. Ja. Die Frage ist, scheinen wir Deinomiskus an, damit das Destruction Sword im Friedhof ist? Nö. Wir haben ja alles. Ja, Der klar, aber dann. Prolog macht alles, was wir wollen. Ja, schon klar, dann hätten wir halt den auch noch im Friedhof. Brauchen wir nicht. Können wir im nächsten Zug immer noch machen. So, dann Prolog bitte einmal. Jo. Und dann wollen wir den mal umdrehen. So. Wir hätten gerne also die Memories natürlich weg. Ja, und Bastard Und halt. Buster Blader. Dann würden wir gerne mal Ketten und Grave. So. Und das Thema ist durch. Jo. So, ja, tschüss du. Und tschüss Titanclad. Was ein Zufall, dass das ein Drache ist. Ja, sowas aber auch. Den haben wir mal irgendwo. Ruhig in der Tag. Ist egal. Ja, ich habe nur überlegt, ob es Sinn macht, in die nächste Formation zu legen, aber nee, Nein. so viel Field Space brauchen wir nicht und am Ende hat er noch irgendeinen Scheißdreck. Und dann deren Def. Ja, denn der hat actually gar nicht mal so viel Attack. Ach, das ist sowieso schon ein Drache. Ja. Ja, ri richtig, wir brauchen. Der stimmt, so gesehen brauchen wir den hier fast gar nicht, weil der Typ sowieso so fast nur Drachen hat. Also ja, klar, er hat auch nicht Drachen, Also der deswegen. kann normalerweise an dem Punkt dann schieben. Ja, klar, der hat natürlich das Doppelrunde, dass er von vornherein Drachen hat. Also, er hat nicht nur Drachen, aber er hat sehr viele Drachen. Na. Je nachdem, wie es läuft. Aber mal gucken. Mal nicht zu früh rumtönen, dann kann es immer sein, dass wir doch irgendwas hinterher, das wir nicht kommen sehen. Ja.
Aber eigentlich sollte er das hier nicht outen können. Er scheint auf jeden Fall sich gut Gedanken drüber zu machen, ob er es outen kann. Aber es scheint zu keinem Ergebnis zu kommen. Vielleicht ist ihm auch das Internet abgestürzt. Wäre ein komisches Timing. Wieder da. Das ist auch ein Drache. Den darf er aber nicht aktivieren. Ja, der könnte wirklich in Death gedreht, weil Link-Monster da. Oder darf er den im Grave aktivieren? Ja, ich glaube im Friedhof auch nicht. New Opponent's Possession. Ach so, ja. Aber den Chaos Base, den darf er haben. Ja, den darf er haben. Das funktioniert. So, wir kennen nicht an. Das Schöne ist, die Fusion wächst für jeden Drachen, den der Typ auf Feld oder Friedhof hat. Ja, und der hat ein paar Drachen. Also ja, buffen unser Monster weiter. Ich meine, ein Kaiju würde klappen, wenn er sowas hört. Einer, der nicht Dogoran heißt. Nee, halt, Dogoran ist ein Dino, never mind. Der ist kein Drache. Alle Kaijus klappen. Nee, gibt keinen Drachen-Kaiju. Auch Drachen-Kaijus würden klappen. Stimmt, weil das ein Special Summon ist und das geht ja. Da kann du keine Effekte benutzen. Okay, klar. Okay. Hä? Wollte der den... Das war der Plan? Wollte der... Hat er jetzt gerade vergessen, dass sein Viech nicht zerstört wird, wenn der einen Monster in Death reinrennt? Anscheinend. Naja, wir haben mal eine Normal Summon Ecclesia. Ja, jetzt dürfen wir ja wieder. Ja, wir können die auch aktivieren. Braucht man die Normal Summon? Nein. Jo, dann haben wir mal so einen Fleur-de-Lis. Jo. Und der mal so tot. Dann haben wir den mal special. Dann würden wir gerne mal so Battleface gehen. Der ist eh schon negiert. Ja. Angriff. Mit Ecclesia. Und Effekt Fleur-de-Lis bitte. Als Info, ich wollte den Drachen jetzt töten, damit ich weniger Damage bekomme, habe aber vergessen, wenn mein Monster jetzt in der Fremde... Called it. Okay, er hat's vergessen, gut. Und nein, du hättest dann nicht weniger Schaden gefressen, weil da wäre der auf dem Grave gelegen und hätte unsere Fusion auch größer gemacht. Fusion, die nicht direkt angreifen kann übrigens. Ah. Soll ich nochmal der Friedhofseffekt wurden? Achso, das war nur der... Ja, egal. Wir können... Wir können Go sagen. Ja, wir können einfach Go sagen, der kommt da eh nicht durch. Aber ja, das war gerade verkackt. Der konnte nicht alles. Er kann eine Menge, aber er kann nicht... Was wäre es? Ihr habt jetzt nicht vergessen... Doch, 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 haben wir vergessen. Das würden wir denn gerne hier resolven. Ah, aber Destroy the Endphase. Okay, whatever. Dann ist unser Buster Blader jetzt weg. Nee, warte kurz.
Genau, wenn wir den jetzt banishen, passiert es nicht. Vermutlich, ne? Ja, ja, dann machen wir das mal. So, so. Und jetzt müsste doch... Genau, es stirbt nur der Drache, weil das kein Bastardblätter ist. Aber er hat trotzdem noch einen Shitload an Drachenmonstern. Okay, jetzt haben einfach beide Seiten verkackt. Gut, wir Härter, weil wir Liefel gemisst haben und er whatever für einen Plan hatte. Klar. Von mir aus. Ja. Ich meine, wir haben für den nötigsten Notfall immer noch einen Deinomiskus. Der kann nur Metal Dragon holen, der hat keinen Effekt. Also den kleinen, der dann... Ja, ja, Red diesen, genau. Aber wie gesagt, das ist ein Drache. Ja, ja, wir wollen ihn nur nicht in den Fiber kommen lassen. Und das können wir mit einem Ding jetzt hier verhindern. Deinomiskus. Und vor allem, weil wir jetzt einen Drachen im Friedhof haben, können wir einfach den nächsten Bastardblätter herfusionieren. Wenn der hier sterben sollte. Aber der muss erstmal noch sterben. Aktuell hat er nur gebufft. Ich wusste noch, dass die Fusionen und so weiter keine Restriction haben, aber auf dem Fusionsmonster selber steht halt drauf, dass es nicht direkt angreifen kann. Das ist der Haken. Genau. Die Fusion noch durchgelesen diesbezüglich. Da steht auch nichts dergleichen drauf. Aber das Monster kann einfach selber nicht direkt angreifen. Ja, selbst wann steht denn auch sowas auf einem Monster einfach drauf? Was soll denn das? Hättest du eine Normal Summon, hätten wir Deinomiskus. Ja. Okay, gehen wir mal Game 2. Ja, diesmal vielleicht nicht so peinlich. Also, er wird wahrscheinlich anfangen wollen. Richtig, das heißt, wir wollen alle Gammas und Wailers dieses Planeten. Wir wollen die Only Ones nicht haben. Das Judgment Raum, das Punishment Raum, wobei Ice Dragon's Prison können wir wahrscheinlich. Ja, stimmt, das kann raus. In eine Tonne kloppen. Imp brauchen wir natürlich. Die ganze Engine brauchen wir natürlich auch. Deinomiskus wäre halt die Frage. Wenn wir die Deinomiskus raus, haben wir genau wieder 43. Ja. Nehmen wir Deinomiskus raus. Wollen wir Cosmic Cyclen haben? Ich glaube nicht. Ich habe überlegt anstatt der Ashes, aber eigentlich brauchen wir die. Nee, wir müssen es so lassen. Dann mal schauen. Ja. Wenn wir jetzt bambuselt werden und er uns first gehen lässt, dann okay, aber das bezweifle ich. Und ich meine, als wenn er uns first gehen lässt, dann hat er immer noch keine Antwort auf den Buster. Weil der kann ja trotzdem noch gar zu gut kommen. Okay, außer es haltet die Antwort jetzt natürlich rein. Das kann auch sein. Ist ja trotzdem eine komische Taktik. Ja, genau. Ja, wir haben Gamma. Muss reichen. Das ist auch kein schlechter Start. Der ist natürlich vollkommen legitim. Den darf er immer haben. Klar. Klassiker kennt man, weiß man. Klar. Striker Dragon, Chainlink 1, Chainlink 2, weiß kommt man. Kommt der Viva Buster. Kommt ins Deck zurück. Kommt wieder, noch mehr Zeug. Search, search. Hatten wir alles schon. Und ist ja, klar, gut. Darf er auch alles haben, ja. So, glücklicherweise hatte er jetzt kein Chaos-Base, was bedeutet, dass er nicht den, den Romulus chainblocken kann. Und Noctovision hat er jetzt auch nicht. Das heißt, er muss jetzt Call-Ups banishen, um Viper zu beschwören, kann den dann nicht mit Chaos-Base zurückwischen, weil er kein Chaos-Base hat. Und muss jetzt so direkt in Romulus gehen und kann Romulus nicht chainblocken, was halt jetzt ultra wichtig ist. Weil dadurch kassiert der Romulus dann ganz wunderbar ein Gamma. Und... Der braucht jetzt so unendlich viele Extender, dass es weitergeht. Also, zwei. Mal gucken, ob er die hat. Ja, schauen wir, ob er die hat.
So. Normal Summon ist raus. Jetzt braucht er Tracer auf der Hand. Okay, das ist ein guter Start. Das reicht aber noch nicht. Ich sage, das ist ein guter Start. Er muss noch was haben, aber das ist schon mal ein Anfang. Er braucht noch einen Tuner. Er braucht noch einen Tuner-Zugang. Dann ist er durch. Weil das ist noch nicht LP Pisti. Das ist doch ein... Okay. Der zweite Striker sucht RDMD, alles okay, aber das ist alles noch nicht Tuner. Er braucht noch Tracer auf der Hand. Wenn er den auf der Hand hat, dann hat er Full Combo. Also Tracer oder einen anderen Tuner. Der Scan sieht cool aus. Ja. Und... Stunde der Wahrheit. Er überlegt ein bisschen lange. Wir sind übrigens tot, wenn er auf den Fiber kommt, weil mit der Hand kommen wir durch gar nichts durch. Ja, aber noch ist er nicht auf dem Fiber. Er überlegt ein bisschen lange früher. Ich habe einen Fänger auf der Hand. Das ist auch kann natürlich auch sein, dass er einfach nur wieder ein Lag hat und vorhin auch schon ein Lag hatte. Das ist auch ein bisschen assi, das muss man so ein bisschen doof im Kreis spielen, aber das geht. Das ist kein Tuner. Nee. Das ist ein Link Cross. Okay. Würde ich frei, ja, jetzt nächstes Code zu holen. Was er gar nicht kann. Stimmt, weil das, was ein Access Code holt, hätte ihn auch in den Needle Fiber gebracht. Mit den Token kann man ja nach wie vor nicht linken. Ja, eben, deswegen hätte er einen Tuner gebraucht, um aus den Token was zu machen. Wenn er einen Tuner hätte, dann hätte er auch einen direkten Fiber holen können. Linkuri wurde ja auch kein im Friedhof. Es läuft nach wie vor darauf hinaus, dass er den Tuner braucht. Eben. Ah, okay. Ja, ah, gut. Er legt einfach Dragoon hin. Das geht natürlich. Aber dann stellt sich mir jetzt wiederum die Frage, warum er den Umweg über die Token gegangen ist. Also was will er mit denen? Ich meine, die liegen jetzt rum. Okay, solange er jetzt aber nur Dragoon hat, können wir mal schauen. Ja, Dragoon alleine ist nervig, aber kann handelbar aber sein. Aber warum spielt der den? Das sind drei Bricks in Drangling. Die er wohl nicht gezogen hat. Ja, aber nein. Also das macht man nicht. Ja, schon, wie es aussieht. Und jetzt auch noch eine Set. Okay, gut, das dürfte eine Impfam sein. Ah ja, klar. Und er ballert uns natürlich for free 1000 Schaden. Den Driver sollte er nicht kaputt schießen. Ja klar, der sollte ja gebanished. Und dann ist der Gamma tot, der nächste. Das ist nicht schlecht. Nicht gut, weil es nur den gegnerischen Zug geht. Aber das ist... Also, wir haben Red Inside. Die anderen noch können wir mal fragen. Tut ja nicht weh. Ja. Ja, tschüss Red Wyvern. Ja. So, den gezogen haben ist halt ein bisschen schade. Aber das ist halt keine besonders gute Karte und ein sehr offensichtlicher Bait. Also, es ist kein Bait, aber das weiß der ja nicht. Ja, die Red Fusion werden wir auch zünden müssen. Okay, werden wir nicht zünden müssen. Game. Die Spell Fragrance. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das Game. Okay, Anti-Spell Fragrance, der war gut. Passt. Der wäre eigentlich noch nicht mal gut gewesen. Also nicht wirklich. Nein, aber jetzt ist er so. Ja gut, alles wieder rückgängig. Genau, die Gamma ist wieder raus, die Veiler ist wieder raus. Ice Dragon's Prison wieder rein, Only One wieder rein. Da. Aber jetzt wollen wir auch noch Judgment und Order haben. Na, den Dynamo ist dafür nicht. Und doch, den wollen wir auch haben. Da muss noch was anderes raus. Ja, richtig. Ich plädiere auf die Ashes. Die tun nicht so viel. Ach ja, richtig. Die hat mir vorher sowieso reingetan. Erst so. Nee, hatten wir nicht. Aber die tun einfach nicht viel gegen ihn. So. Ja, die blocken halt. Ja. Die können keinen wirklich wichtigen Effekt blocken. Die können nur verlangsamen. Das sind sogenannte Low-Impact-Hand-Traps.
Und wir haben lieber ein Judgment. Also nein, haben wir ja, nicht, weil wir nicht ziehen werden. Aber... Naja, wenn wir... Wenn wir so theoretisch ziehen, hätten das wäre sonst eine Ash gewesen. Ja, oder Dingens hier. Royal Order. Genau, Imperial Order. Wir würden gerne mal anfangen. Also noch nicht, weil er noch am Siden ist. Jetzt würden wir gerne anfangen. Wow, wir haben ein Judgment. Ich bin beeindruckt. Und wir haben Set und Go. Wir haben... Ah doch, Punishment kann... Nein. Ah, das ist ärgerlich. Weil wir haben jetzt keinen Zugriff auf... Also wir können Prolog machen, aber wir haben keinen... Wir ja, kriegen gut. Kein Drachen in Grave. Ja, das ist halt echt. Also hilft jetzt nichts. Ja, ne? Also wir müssen jetzt trotzdem alles runtersetzen. Go, aber ja. Ja, ja. Aber es ist halt insgesamt. Setzen wir da eine Miskess? Haben wir was davon, ihn nicht zu setzen? Fair. Und Prolog müssen wir eh setzen. Ja, wir müssen alle. Wir müssen vier runtersetzen. Go. Ich meine, am besten wahrscheinlich eher den Nibiru sein. Ja, der Plan ist, ihn volle Möhre in den Nibiru zu lassen. Und alles Weitere sehen wir dann mal. Genau. Lightning Storm. Auf den Lightning Storm können wir meine Sachen unchain. Der Lightning Storm wird sich ein Judgment kassieren müssen. Geht auch. Das Ding bringen wir mit dem, was wir aktuell haben, nicht weg. Ergo muss es ein Judgment kassieren. Ja. Das ist sehr schade, aber das muss jetzt ein Judgment kassieren. Ja, weil leider können wir keine Monster-Effekte mit Judgment negieren. Könnten wir Monster-Effekte mit Judgment negieren, dann easy. Kommt der Dragoon, er will es verhindern und kriegt dann ein Judgment. Okay, lass ihn nochmal zusammen. Ja, die darf er haben. Ja, da hatte kurz übertragen geleckt, aber jetzt geht's wieder. Zwei. Der darf doch nur was suchen, wenn er für eine Synchro weggebastelt wird, oder? Korrekt. Ja, der sucht jetzt den Field Spell, ist auch okay. Ja, ja. Okay, dann kommt er halt wieder. Auch okay. Hi. Ja. Das kann dann schauen wir mal, ob er jetzt in den Fiber werden. Ich mal stark davon aus. Okay, klar. Die gibt's auch natürlich auch noch. Romulus. Auch okay. Hier übrigens. Ja, ja. Und ab der nächsten Summon sind wir dann live. Ja. Wir können auch jetzt ein Punishment ballern. Ich glaube, wir machen das mal. Ja, können wir trotzdem machen. Oder warte. Punishment findet ja kein Nibiru. Was wollen wir eher haben? Wollen wir Nibiru eher benutzen oder wollen wir eher Punishment benutzen? Ich glaube, wir wollen sogar fast eher Nibiru benutzen. Inwiefern hindert uns Nibiru an einem Punishment? Und du meinst, weil er jetzt vielleicht weniger Punishment machen, weil wir gar nicht mehr zusammenkommen für den Nibiru. Doch, doch, wir wollen eher Punishment benutzen, ja, dann können wir Titan-Knit reinlegen und können... Nee, Chimera Flesia, dass wir Redder's Fusion suchen können für den nächsten Zug. Ja, und dann ist Drachenfriedhof. Warte kurz. Genau. Wir können nur für... Ah, nee, dann dürfen wir das Extra-Deck nicht. Dann dürfen wir das Extra-Deck nicht benutzen. Next Turn. Ja gut, dann dürfen wir mit dem anderen auch nicht. Also so und so müssen wir dann einen Zug warten. Ja, dann legen wir einen Titan-Knit rein. Ja. Weil da können wir immerhin mit den Dogmatikas was machen. Ja. So, da. Ja. So. Das hat ihn jetzt nämlich schon einen Extender gekostet. Und seinen einzigen, wie es aussieht. Und da ist auch schon Go. Dann hallo, Ecclesia. Achso, okay. Wir durften da deine Miskis um. Keine Ecclesia. Dann halt nicht! Wenigstens was in der Endphase und nicht in der Mainphase. Ja, macht ja nichts. Wir haben in seinem Zug die komplette Combo. Wir sagen jetzt in unserem Zug halt einfach Go. Außer wir ziehen zufälligerweise Ecclesia von oben.
Und haben dann in seinem Zug komplette... Ja, aber jetzt ist ja der Titanklett im Friedhof. Eben. So, immer noch nein. Immer noch nein. Holy shit, sei halt noch aggressiver. Set go. Ja, schon. Go. Ja, mach mal was, Kollege. Soll er überhaupt was machen? Also. Soll er überhaupt was machen? Ja gut, wenn die Normals haben. Ja, wasten. Nein, der darf. Stimmt, der darf ja schon. Der darf ruhig seine Normals haben und wasten. Ja, der darf. Also er hat Field Spell und drei Unbekannte, ne? Ja. Diese Unbekannten scheinen ihm nicht viel zu bringen. Ja, jetzt machen wir aber mal. Ja. Prologue. Warte, oder? Machen wir überhaupt? Also was immer wir holen, kann ich direkt angreifen. Also wozu? Ja, schon, gell? Ne. Ja, passt doch. Dann machen wir nix. Okay, so, gut. Das ist Discard Fader für deine Miskus. Ja. Oder ein Backup, falls irgendwas schief gehen sollte. Ja. Go. Ich meine, sein Gamma ist tot. Das ist schon mal nicht schlecht. We are doing things. Aber noch nicht. Nee. Wir doch nicht. Wir haben ja Zeit. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Tracer da steht Needle Fiber Zugang drauf. Ja. Also wenn wir unsere Combo hinlegen, dann ist das ein Needle Fiber Zugang. Weil den Fieldsball ja auf der Bratzen hat. Ja, schon klar. Deswegen lassen wir jetzt deine nächste Aktion machen und dann kommt Combo. Ja, kommt drauf an, was die nächste Aktion ist. Ja, klar. Wollen wir seine nächste Aktion Endphases, können wir eigentlich auch machen, weil dann hat er uns auch so angreifen können. Ja. Der scheint gerade zu überlegen, was er jetzt machen will. Ist ja legitim. Okay, da kommt noch was auf dem Friedhof, wie es aussieht. Ja, das ist okay. Dann kommt der Rose Dragon nochmal wieder. Das ist legitim. Und da ist der Needle Fiber. Halt noch nicht. Ja. Wir gucken mal, was er holt und auf die erfolgreiche Summe. Ja, klar, jetzt können wir die Summe eh nicht mehr verhindern, von daher ist es auch scheißegal. Jetzt müssen wir mal gucken, was er holt. Ah ja, klar. Okay. Ja, dann. Ja, dann haben wir mal. So. Ja. Ja. So, dann Basta. Memories. Und Memories. Und Unchain. Ja. Das Schöne ist, das funktioniert halt, weil... Ach nee, wir sehen wegen, dass er für Kosten rein, das kann man ja auch nicht ashen. Da kann man halt wirklich wenig gegen machen. Da kann man wenig gegen machen. Zumindest so, mit Tentraps. Mit Tentraps kann man wenig gegen machen. Ja, den haben wir mal in Attack. Ui, der hat aber Stampf. Ja, klar, was glaubst du, was der für ein Deck spielt? Deswegen, wir hätten ihn auch interrupten können, ohne den anderen Effekt. Ah! Das war der Plan. Ja, das funktioniert. Ja, aber das hindert sich am Only B1. Sowas von überhaupt nicht. Ja klar, du hast das Dark Ruler No More. Gönn dir, Kollege. Gönn dir. Zu blöd, dass wir keinen Plan B haben. Ach, halt. Ja, und auf Activation Ding jetzt hier Chain Man.
er darf jetzt mit World Legacy Guard Dragon das Ding verschieben. Genau, damit er okay. die gleiche Zone zeigt wie der Hulk-Gifibrax. Und dann, wenn der ihn aktiviert, dann kommt ein Only V1. Genau. Jetzt. Hi. Spaß, Spaß, Spaß. Also für uns. Ja, der darf jetzt gerne weiter Drachen beschwören. Oh, warte mal. Er darf aber leider nur noch Drachen bauen. Schade. Ja, das ist halt so... bisschen... Ja, das ist ja schade. Ja, also... das tut uns auch furchtbar leid. Also, oder wie Sui das dann immer sagt, das würde mir jetzt furchtbar leid tun, wenn es mir nicht egal wäre. Mhm. Ja, das mit dem LP war es natürlich gut für uns, dass er sich da gelockt hat mit... Also wenn er jetzt, ja nicht genau eine Spell Trap Removal hat, gibt es faktisch keine Möglichkeit darauf. Doch, ja, doch, er kann. Es gibt kein Spell Trap Removal, den er haben kann. Weil der Cosmic wäre in Response geflogen. Eben. Logischerweise. Und Galaxy Cycling glaube ich jetzt mal nicht. Der kann nur Verdeckte schießen. Im Friedhof nicht. Also, aber er muss erst noch im Grunde im Friedhof liegen. Genau. Und das Schöne ist, er hat noch 2% Attack, das heißt, wir können ihn richtig schön aufkloppen. Ja, der Buster müsste jetzt 9-8 haben. Was um den Dreh rum, ja. Ja, man kann ja zählen. So und so, wir haben Level, wenn wir in den LP reinrennen. Nee. Doch, wenn er 9-8 hat, dann schon. Wenn er 9-3 hat, auch. Ja, ja, er kriegt ja 1000 pro... Drachen, der irgendwie um einen. Ja, und vorhin hatte er, was weiß ich. 8-8. Hatte er ja 8-8, als nur der Needlefiber auf dem Feld lag. Und da kam Only V1. Nee, halt Quatsch, das Rocket Synchron lag rum. Aber Rocket Synchron im Friedhof zählt ja auch mit. Das heißt, ja, müsste. Da jetzt ein Drachen mehr. Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt 9-8 haben. Nee, 8. 9-3, oder? 9-8. Er kriegt flat 1000. Er zählt in 1000er Schritten hoch. 500 war der andere. 500 war der andere. Ja, dann sind es 9-8, ja. Ja, genau, ich hätte jetzt beinahe gesagt, der Vanilla Buster Blader, aber der ist ja gar nicht Vanilla. Der OG Buster Blader, der zählt 500. Und der Dark Paladin, der auch. Kann auch gut sein, ja. Ja, Dude, bist du jetzt gerade am Aufsatz schreiben oder leckt's wieder? Ich möchte übrigens mal anmerken, dass Zweit World Legacy Guard Dragon eigentlich schon beinahe illegal ist. Weil, also, die Karte ist so unglaublich gut. Die zählt quasi als 2 Extender. Ja klar, weil du halt erstmal wiederbleibst und dann noch verschieben kannst mit LP. Genau, weil die den LP halt holt und verschiebt, sodass du mit LP den Free LP-Effekt kriegst. Normalerweise erfordert LP ja, deswegen brauchst du halt normalerweise, wenn der Romulus was kassiert hat, 2 Extender. Weil du einen Extender brauchst, um LP zu bauen und dann noch einen Extender, damit der LP auch eine Zone hat zum Reinspecialen. Aber Guard Dragon sind halt beide Extender in einem. Die in diesem Fall aber nicht gereicht haben. Only one gute Karte. Ja, durchaus. Ja, also ich glaube, wenn der Kollege jetzt hier tatsächlich rausfliegt, können wir das als Win werten, weil... Wäre, glaube ich, nicht zu farfetched. Weil... Oh, jetzt wieder. Ja, okay. Ja, dann, okay. Ja. So, diesmal greifst du das richtige Monster an. Ja. Achso, er suicidet natürlich mit beiden. Ja klar, weil dann können wir ihn nicht umbringen. Ja, macht Sinn. Warum greift er mit Needlefiber nicht an? Das weiß ich nicht. Ah, er will noch weitermachen. Jetzt kann er wieder einen Drachen beschwören, okay. Ein Tracer, ja. Und dann? Weiß ich nicht. Ja, aber er kann einen Tracer beschwören. Ja, dann beschwört er einen Tracer. Ja. Wir ziehen dann zur Noten deine Miskis, wenn ist. Ja, den haben wir, das sowieso. Also ja, sie haben jetzt einen Tracer. Ah, oder vielleicht will er ihn einfach nur... Nee, warte, den einfach nur in Death zu holen wäre hard pointless. Also, er holt ihn in Death, aber das muss ja nichts heißen. Ja, ja. Also ich meine, den jetzt einfach nur als Stock zu holen wäre hard pointless. Nicht, es wäre hard pointless, wenn er den Needlefiber nicht sägt. Und es wäre sowieso hard pointless. Unser Dude rennt über Death. Ja, eben, ist mir auch eingefallen, deswegen wäre so und so hard pointless. Nee, der wird jetzt schon noch irgendeinen Plan haben. Ja, und Wolf mal hoffentlich keinen Drachen. Weil er kann keinen Drachen holen, solange er den anderen auf dem Feld hat, auch wenn er den anderen dafür weghaut.
Ja, also er kann in Unicore gehen, das dann keinen Effekt hat. Doch, das hat einen Effekt. Das hat einen Effekt. Er kann in Linkross gehen, was ihm nichts bringt, aber toll. Er kann in eins gehen. Aber er kann einen in eins gehen, schätze ich. Ja, darf machen, was er will, solange es nicht involviert, einen Drachen zu beschwören. Oder eine Maschine, glaube ich, oder? Ja, oder eine Maschine. Ja. There we go. There we go, ja. Okay, war nicht so kurz wie befürchtet, aber trotzdem eine der kürzeren Runden. Ja, wenn man einfach nur Loks hinbaut und sagt, mach was dagegen, dann, ne? Passiert's auch mal, dass dann endet kommt. Das halt so. Ja, jetzt hatten wir halt den kompletten Lok plus das OP-Floodgate gegen ihn. Also, ne? Ja, das war halt... Gut, andererseits, wir hatten ja auch explizit dafür reingesidet. Natürlich. Aber das war jetzt halt schon einmal Döner mit Soße. Oh. Ja, durchaus. Plus natürlich das reingesidete Judge. Okay, zugegeben, die Ash hätte die Red Ice Fusion auch aufgehalten. Ja, die Red Ice Fusion war die eine Karte, die Ash auch aufgehalten hätte. Aber das Judgment wäre besser gewesen gegen Lightning Storm. Von daher wollen wir uns mal nicht beschweren. Ja. Gut. Dann bis morgen. Ciao.